Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn endlich ist die Glossy Box bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in meiner Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box habe ich im Jahresabo, bezahle 12,50 Euro pro Box bzw. pro Monat. Das geht halt hoch bis zu 15 Euro, je nachdem welche Aboform du wählst. Dann, ja, wenn du so ein flexibles, jederzeit kündbares Abo hast, dann zahlst du 15 Euro pro Monat bzw. pro Box. Und wenn du halt ein Jahresabo abschließt, dann 12,50 Euro pro Box. Ich blende dir hier mal meinen Gutscheincode ein. Mir wurde gesagt, dass der gegebenenfalls aktuell leider nicht funktioniert. Probier es gerne aus und schreib mir das unten in die Kommentare, ob der funktioniert hat. Wegen der ganzen Glossybox Adventskalender-Geschichte ist es nämlich so ein bisschen merkwürdig aktuell, muss ich gestehen. Ja, okay. Das ist die Oktober-Version, die Enchanted Spirit-Version. The Beauty Tales. Okay, also die verzaubernde Geist-Version. Beauty Tales sind irgendwie Beauty-Märchen, Schönheitsmärchen oder keine Ahnung, irgendwie so in der Art, keine Ahnung. Ich finde die wirklich schön, wunderschön. Und die ist dieses Mal nicht nur bedruckt, sondern sie ist auch haptisch ganz anders. Also diese Box ist so ungefähr die schönste Box, die Glossy Box je rausgebracht hat. Nur vom Optischen her jetzt, ne? Eine 1A-Geschenkverpackung und ja, mir gefallen hier diese Vögel da drauf. Mir gefällt diese Sonne, dieses ganze Orientalische fast schon. Und dieses ganze, wie aus einem alten Märchenbuch sieht es aus, oder? Und wenn man auch bei YouTube mal diese Glossy Box-Werbung sich angeschaut hat, ich glaube, das ist auch deren Motto. Aber wir gucken einfach mal rein. Wir haben tatsächlich hier auch noch ganz viele Gutscheincodes. Also ich weiß nicht, was zurzeit los ist. Es geht Richtung Weihnachten wahrscheinlich. Die eskalieren hier so ein bisschen. Und ich möchte die Box jetzt einfach mal mit euch zusammen aufmachen und auspacken. Genau. Der Deckel. Und jetzt riechen wir mal dran. Riecht jetzt nur nach Papier eigentlich. Die ist relativ leicht. Wir haben hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und diese Lady sieht aus wie Cinderella. Oh mein Gott, ist das ein schönes Kleid. Wahnsinnig schön, das gefällt mir. Oh, mega, okay. Ja, das ist die Box. Hier haben wir ein Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifchen noch zusätzlich verschlossen wird, damit die Produkte nicht darin rumfliegen. Und ein Klebi, der das Ganze verschließt. Jetzt öffnen wir das mal. Das ist richtig edel. Also da haben die sich echt Mühe gegeben. Wenn jetzt die Produkte noch passen, bin ich zufrieden. So, ließ sich übrigens rückstandslos öffnen. Oh mein Gott. Das sieht schön aus. Es passt richtig schön. Wahnsinn. Okay, das gefällt mir schon mal richtig gut. Und jetzt gucken wir kurz einmal, was die Boxenpacker sich dabei gedacht haben. Kreiere eine märchenhafte Beauty-Routine mit deiner The Beauty Tales Edition. Der Glossy Oktober steht im Zeichen märchenhafter Schönheit. Ein wenig mystisch, ein bisschen feenhaft, aber zu 100% du. Unsere The Beauty Tales Edition im dualen romantischen Special Design. Achso, man hätte theoretisch noch eine andere haben können. Birgt bezaubernde Produktschätze, die du gleich enthüllen darfst. Lass dich entführen in einen märchenhaften Alltag oder in die mystischen Geheimnisse der Nacht, in eine Welt voller Beauty-Magie sowie inspirierender Looks. Diese Edition bringt nicht nur aufregende neue Produktinspirationen in deine Routine, sondern färbt deinen Beauty-Alltag in warme, herbstliche Nuancen. Ruhige Erdtöne mit sanftem Glow für natürliche Looks stehen auf deinem Make-up-Plan. Wir sind schon sehr gespannt auf deine feenhaften Bilder sowie kreativen Unboxing-Picks mit unserer Oktoberbox. Welches der beiden an ein Märchenbuch angelehnten Special Designs hast du erwischt? Enchanted Spirit oder Midnight Fantasy? Ich habe Enchanted Spirit. Genau. Midnight Fantasy wäre auch cool gewesen, ne? Schau auf glossybox.de vorbei, um keine News, Rabattaktionen, Gewinnspiele und andere Überraschungen, die wir für dich vorbereitet haben, zu verpassen. Ja, heute habe ich auf Instagram gepostet übrigens, am 13.10. haben die auch so eine Art Glossy Sale, nur halt nicht mit Boxen, sondern mit Produkten. Da habe ich direkt zugeschlagen, habe das wie gesagt auf Insta gepostet, falls du mir noch nicht folgen möchtest. Also jetzt noch nicht folgst, tu es auf jeden Fall, denn da poste ich sowas, dann verpasse solche Aktionen nicht. Aidoik P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ich habe mir beschlossen, ich ändere diesen Namen nicht. Ich finde den großartig, auch wenn er etwas verwirrend ist. Aber ja, da poste ich alles Mögliche, was Adventskalender angeht, was Aktionen angeht von Boxen, von irgendwelchen Seiten oder so. Oder was ihr mir so schickt, was interessant sein könnte, poste ich dann. Genau. So, ja. War ich da schon?
Tauche ein in unseren geheimnisvollen Oktober und lass dich verzaubern. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Ja, liebes Glossybox-Team, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier mittlerweile nur noch tatsächlich die Infos zu den Produkten drin mit den Preisen. Wir hatten eine Zeit lang auch mal ein richtiges Glossy-Mag, also dass du da auch tatsächlich Informationen drin hattest, Schminktipps, Frisurentipps und so weiter, haben wir leider nicht mehr. Und hier ist auch der Spoiler für November, Make-up und Magic Edition, In the Mood for Glitter and Magic. Also da ist schon mal ein Spoiler, was uns nächsten Monat erwartet und das sieht schon mal richtig gut aus. Also Glossybox, die hauen raus, ne? Okay, wir nehmen jetzt das erste Produkt einmal raus und das ist eine Probe. Ich verlinke euch hier oben ein Adventskalender-Unboxing, was ihr euch safe angucken müsst, nachdem ich diese Probe hochhalte. Ja, es ist ein Eau de Parfum mit 1,5 Millilitern von Leather Skies All Saints. Ja, eine Parfümprobe. Also die habe ich jetzt aktuell leider echt im Überfluss, ne? Da, das wird auf jeden Fall weiter wandern, beziehungsweise ich packe einen Parfüm-Adventskalender. Ich packe wahrscheinlich auch einen Parfüm-Proben-Adventskalender, einfach aus Gag, was ich hier auf dem Kanal dann auch im November verlosen werde. Also ja, genau, eine Parfümprobe. Sehr schön. Riecht man ein bisschen was durch? Es riecht ganz weiblich, riecht ganz angenehm, also nicht süß, sondern eher so schwer weiblich. Also da bin ich sehr gespannt. Keine Ahnung. Es ist eine Probe. Ich glaube nicht, dass die halt mit in diesem Gesamtwert mit einbezogen wurde. Dann haben wir eine neue Lidschattenpalette von Catrice und das finde ich cool. Auch wenn ich diese Form nicht mag, aber ich finde es cool, dass wir eine neue Lidschattenpalette aus der neuen Catrice-Reihe gekriegt haben. Normalerweise haben wir hier eher hochpreisige Marken drin, aber ab und an auch mal so etwas neuere Kosmetikprodukte aus der Drogerie. Und das finde ich irgendwie auch ganz nett, einfach um die Bandbreite zu erhöhen, würde ich mal so sagen. Und das hier ist die Cocoa Collection Eyeshadow-Palette und die sieht super tragbar aus. Also ohne Witz jetzt, ne? Da kann jeder was mit anfangen. Außer die Leute, die über 100 Lidschattenpaletten hinter sich stehen haben und meckern, weil die Fännchenform blöd ist. Entschuldigung. Ja, ich habe die Catrice-Paletten in diesem Design auch schon anfangs, also vor 3 Jahren oder so, habe ich die auch gerne verwendet. Aber dann habe ich halt Blut geleckt und gemerkt, dass es so viel geilere Sachen auf dem Markt gibt. Aber die sind solide, ne? Die sind wirklich gut. Du hast hier vor allem nur matte Farben, glaube ich, drin. Das hier ist ein Highlight, also das ist ein Schimmerton und das ist ein Base-Ton. Also sehr, sehr zurückhaltende, neutrale Farben. Das finde ich gut für eine Glossy-Box oder für eine Beauty-Box an sich, weil du weißt halt nie, was für ein Mensch da diese Box auspackt. Ne? Es kann sein, dass jemand sich nur sehr, 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 sehr wenig schminkt und das gar nicht so geil findet, wenn er jetzt eine kunterbunte Lidschattenpalette drin hätte. Ich würde es feiern. So, das nächste, also wir haben hier sehr viel, ich glaube, wir haben hier fast nur dekorative Kosmetik drin. Also ich... Das finde ich geil. Das feiere ich. Okay, hier haben wir ein Produkt, was angelehnt ist an das Design von der Box. Das finde ich schön. Von Botanic Beauty Fantasy Bloom Blush Rose Infused Blush. Das ist dieser hier. Und von der Verpackung her ist der halt sehr angelehnt an die Glossy Box. Ab und an machen die das ja bei ihren Special Editions. Hatten die ja auch bei dieser Wild Edition oder Wild Think Edition, dass der Steve Laurent Lidschattenpalette in dem Design der Box war. Das Produkt an sich, was da drin ist, dann leider nicht, aber die Umverpackung. Das fand ich ganz hübsch, das ist auf jeden Fall sehr überlegt. Wir haben hier drin natürlich dann ja den Blush, der ist hier drin, in so einer kleinen Luftpolsterfolie-Geschichte, finde ich gut. Und das ist echt hübsch. Der könnte ein bisschen dunkel sein, Fantasy Bloom ist die Farbe bei mir, aber der sieht super schön aus. Botanic Beauty. Sagt mir gar nichts, die Marke. Kenne ich so nicht. Sieht, oh, du hast dieses Pressing von einer Rose hier drauf. Also das ist meine Welt, Leute. Das ist für mich auch märchenhaft. Und wir haben hier auch einen Schimmer mit bei. Der riecht nach Rose. Oh mein Gott. Ja, das ist voll meine Welt. Voll mein Ding. Super weich. Als würde ich über so ein Samtding streicheln. Und auf dem Finger wirkt der nicht so dunkel, wie ich das befürchtet habe. Oh, der ist sehr dezent. Ja, man sieht schon Glitzerpigmente damit drin. Aber der sieht richtig schön aus. Also da kann ich mich auf jeden Fall drin verlieben. Da rein kann ich mich auf jeden Fall verlieben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde den toll. Und das ist jetzt wirklich, also normalerweise haben wir so ein Verhältnis, keine Ahnung,
4 Pflegeprodukte, ein dekoratives Kosmetikprodukt. Und jetzt haben wir schon 2 dekorative Kosmetikprodukte. Ja, wir haben auch eine Parfümprobe mit dabei, aber wir haben auch noch ein komplettes Parfum dabei. Und das ist von Christina Aguilera Oh So Beautiful, ein Eau de Parfum mit 15 Millilitern. Ich sammle für euch und ich bewahre alles auf, was ich an Parfums hier hinbekomme. Aber Christina Aguilera ist für mich nicht nur eine wundervolle Inspiration, eine geile Frau, die ich als Teenager gefeiert habe ohne Ende. Ich hatte Starschnitte von ihr bei mir im Zimmer hängen. Mein Zimmer war zu tapeziert von Postern aus der Bravo. Und da war sie sehr häufig vertreten. Ich mag das. Und sie hat damals auch ein Parfum rausgebracht, was ich extrem gefeiert habe, mir aber irgendwie nie gekauft habe. Auch heute nicht. Merkwürdig. Und jetzt habe ich hier eins von ihr und das möchte ich sehr, sehr gerne behalten. Das finde ich, oh, das ist auch so lila, ne? Das passt jetzt halt auch echt dazu. Und ich feiere es wirklich, dass ich das mit drin habe. Ich habe eine große Parfümsammlung, ja. Aber wenn ich etwas irgendwo habe, was mich catcht, sei es von der Optik oder vom Duft, dann muss es auch mit rein. Okay, das hat jetzt leider nicht die Optik, die ich gehofft habe. Es hatte damals doch eine etwas schönere Optik, was ich jetzt so in meinem Kopf drin habe. Aber hey, es sind ja auch nur 15 Milliliter, also ich denke, das ist dann die kleine Größe. Übrigens passt mein Nagellack mega zu dieser Box. Den habe ich schon seit einer Woche oder seit über einer Woche, Leute, habe ich den ja schon drauf, ne? Das ist von Trended Up, sind das 2 verschiedene. Ein UV irgendwas, das ist an diesen Fingern. Und dieser Glitzergedönsen, ja, ist auch irgendwas. Beide in Adventskalendern gewesen und ich habe die beide auch online leider nicht mehr gefunden. Aber der ist ziemlich geil und hält halt echt lange. Und das spricht definitiv für Trended Up, hier, Nagellacke. So, zack. Riechen wir mal dran. Ich hoffe, es riecht gut, weil ich will es eigentlich schon gerne behalten und verwenden, ne? Oh. Fruchtig-blumig. Mega, wie ich als Teenager gerochen habe. Mega geil. Ich finde es so, so angenehm. Also ich denke, wir haben ja auch irgendwas mit Jasmin mit drin, weil das catcht mich immer so. Damit kriegt mich ja alles an Parfüms, ne? Riecht richtig, richtig angenehm. Also ich mag das gerne. Oh, so beautiful. Ja, Claudia ist mal wieder 14 Jahre alt und schwelgt in Erinnerung. Gut, als nächstes haben wir ein Produkt von Steve Laurent hier drin. Und wie gesagt, da hatten wir schon eine Lidschattenpalette von. Ist eine gar nicht mal so günstige Marke. Und ich weiß gar nicht, ein Lip Oil ist das. Okay, in der Farbe Orchid. Orchidee. Achso, Verpackung. Sieht so aus. Rosa, Rose Gold. Mit roten Sprenkeln drauf. Ein Lippenöl. Oh ja, genau. Das ist halt ein pflegendes Produkt. Also Lippenöle habe ich tatsächlich einige da. Das heißt, das hier wird wahrscheinlich in einem Adventskalender weitergegeben werden. Und ja, das finde ich aber schön. Und das passt farblich auch schon wieder hier zu der ganzen Geschichte. Also da hat sich jemand mega Mühe gegeben. Leute, ich meckere häufig genug über irgendwelche Boxen und wie die gepackt wurden, wie die Inhalte aufeinander abgestimmt worden sind. Hier bin ich gerade echt geflasht. So, das letzte, ebenfalls lilafarbene Produkt, ist etwas, was ich geilomat geil finde. Und zwar von Luxie ein Pinsel. Und das hier ist ein Stippling Brush. Das ist die Small Duo Fiber 524. Ist natürlich jetzt ein bisschen zusammengedrückt, aber hiermit kannst du dir Cream Contour, Cream Blush super schön aufgeben oder einen sehr, sehr stark pigmentierten Blush kannst du dir auch sehr dezent damit aufgeben, dass es halt nicht zu intensiv wird. Du kannst, die Luxie-Pinsel haben so eine schöne Qualität, Leute. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in der Glossybox einen Luxie-Pinsel drin habe, denn die sind prädestiniert dafür, dass sie mich mit Luxie-Pinseln versorgen und ich habe schon einige da und ich freue mich tierisch darüber. So, so geil. Also wir haben einen ganz, ganz tollen Mix in dieser Box und es gefällt mir. Es gefällt mir. Es ist die beste Glossybox, glaube ich, jetzt mal aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen und aus dem Bauch heraus, die ich bislang hatte. Wirklich, ohne Witz jetzt. Wir haben den Pinsel, wir haben das Parfum, wir haben den Blush, wir haben das Lippenöl, wir haben die Palette. Das sind 5 dekorative Kosmetikprodukte, denn für mich zählt Parfum zu dekorativer Kosmetik. Ja, wir haben eine Parfümprobe auch noch on top mit dabei, was ich cool finde. Und ich weiß, was will ich mehr? Ganz ehrlich, was erwarte ich von einer Box mehr? Also, Hammer. Mich hat die voll geflasht. Schreibt mir gerne unten in die Infobox, in die Kommentare. Infobox ist schwierig für euch. Was ihr in eurer Glossybox drin hattet oder
was du am coolsten in dieser Box jetzt fandest, was du dir vielleicht anders gewünscht hättest. Und ja, das war's. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!